Hallo und einen wunderschönen guten Abend hier auf meinem Kanal. Ja, wir haben jetzt abends und morgen muss ich wieder früh raus, denn ich zeige euch heute meine kleine Abendroutine, so was ich denn so mache und was ich so nutze. Es gibt zwei Sachen, die ich neu in meiner Routine habe. Ihr steht sozusagen im Spiegelschrank und ich habe ein paar Sachen. Ich werde die euch auf jeden Fall zeigen und werde auf jeden Fall ja, euch ein bisschen mitnehmen, so was ich vielleicht auch noch morgens dann so im Nachhinein mache und so weiter und so fort. Aber ich fange jetzt erstmal mit euch an, werde ein bisschen so dabei erzählen und werde halt ja, euch ein paar Schritte zeigen, ja, was ich mal so mache. Ja, wie gesagt, manchmal nutze ich halt einfach den Augenbrauen-Gel-Stift. Heute hatte ich halt frei und ich habe halt zu Hause gegammelt. Muss ja auch mal sein. Nutze ich eigentlich mal den, ja, den guten Augenbrauen-Stift. Habe ich jetzt auch übrigens noch einen anderen im Test. Und nutze dann eigentlich immer noch so Reinigungstücher von. Ich schmeiße es einfach weg. Von Lacura. Haben auch jetzt ein neues Design bekommen. Ist von Aldi. Ist halt die Eigenmarke. Und gehe so ein bisschen über meine Haut. Sind jetzt auch nicht mehr so nice. Aber naja. Dann halt eigentlich noch über so meine Augenbrauen. Das war es eigentlich auch schon, damit ich so ein bisschen so dieses Ölige weg habe und so, weil ich habe eigentlich ziemlich trockene Haut und ich bereite sozusagen da meine Haut damit vor, um dann halt ja ein bisschen drauf ja zu schauen, sage ich mal so. Ich muss sagen, ich habe ja sonst immer, habe auch schon gesagt, ich teste so Bulldog. Sachen. Hoch, da war sogar noch was drin. Aber ich muss sagen, ich bin damit nicht mehr zufrieden. Ne? Das soll eigentlich so ein Serum sein. Ja, und auch die Feuchtigkeitscreme, die nutze ich dann vielleicht für die Hände oder so. Aber wir kommen jetzt zu meinen neuen Favorites. Denn ja, ich habe No Cosmetics für mich gefunden. Erfunden, wäre schön. Und ja, das ist der 120 Liquid Hydrator und ja, mit 5% Patenol und ja, stärkt und beruhigt die Haut. Finde ich mal ganz gut, muss ich sagen. Und ich nutze das auch eigentlich immer morgens. Also, ich mache nicht everyday halt dieses, ne, weil es dann einfach die, finde ich irgendwie die Haut ein bisschen so anstrengend. Aber normalerweise nutze ich den Hydrator. Ich gebe davon auch so ein bisschen auf meine Hand. Und werde das jetzt einfach so in mein Gesicht reinmachen. Also normalerweise nutze ich den halt, ja, einfach morgens. Ich mache das auch so über die Kopfhaut, weil ich ja eh fast Glatze habe. Ja, werde das so reinmachen über meinem Bart. Den Rest könnt ihr, wie gesagt, an so Körperstellen machen. Das ist echt, klebt nicht. Und viele kennen mich halt und sagen, oh ja, so klebrige und eklige, schmierige Creme hasse ich. Ich kann das nicht ab, wenn das so an den Händen einfach so ist und dann, ach nee, kann ich nicht, weiß ich nicht. Ja, das dazu. Dann lasse ich das so ein bisschen einwirken. Ja, muss auch sagen, ich habe jetzt nur die 100 Milliliter, 10 Euro. Aber Leute, ist zwar ein bisschen teurer, aber es hilft einfach. Und es ist halt eine Drogerie. Und für mich als Anfänger, ich habe halt mit so trockenen Stellen auch hier am Finger und so weiter zu kämpfen. Auch hier am Bart, so mit trockenen Stellen. Und ich finde seitdem, ja, finde ich das eigentlich ganz gut. Normalerweise nutze ich dann von L'Oréal Paris die Anti-Falten-Expert.
Aber ich muss auch sagen, ich bin auch damit nicht zufrieden. Wenn ich nur die normal nutze, habe ich trotzdem immer noch so Rückstände, sage ich mal, mit Hautschüppchen und so weiter. Aber wenn ich das sozusagen den Toner halt als Base nutze und dann das halt darüber, fühlt sich meine Haut einfach an. Aber das lasse ich jetzt mal weg, denn ich habe noch von No Cosmetics, auch ein bisschen teurer gewesen, aber ein All-in Barriere Cream, 50 Milliliter für, ich glaube, 15 Euro. Mache ich jetzt mal drauf. Ich habe den so noch nicht getestet, aber ich bin ein Verpackungsopfer und liebe einfach diese Verpackung und bunt und clean und einfach normal basic. Nutzt die jetzt einfach. Genau. Lieben wir. Nutze aber auch nur so ein bisschen, weil ich glaube, die ist mich ziemlich fettend. Aber soll halt ganz gut sein. Yes. Ich habe übrigens auch beim No Cosmetics Gewinnspiel gewonnen gehabt. Bin auch gespannt auf das Serum, was jetzt bald wohl mir zugeschickt wird. Ich habe bis jetzt auch alle Sachen, ne? Also alles, was ihr seht, ist selber bezahlt und ja, sag euch meine ehrliche Meinung darüber, wie ich das so finde. Zum Beispiel den Toner habe ich jetzt schon sehr, habe ich schon seit über einer Woche jetzt ja, in der Nutzung und yes. Jeder hat auch seine eigene Cleaning-Routine, Abendroutine. Falls ihr Tipps habt, Produkte habt, gerne damit unten in die Kommentare. Ich teste gerne Sachen aus und gerne neue Sachen. Drogerie, High-End, einfach reinschreiben. Ja. Dann. Ja, dann gehen wir rüber zu Rexona. Und zwar empfehle ich allen Leuten, die unter der Haut, also unter der Haut, unter den Achseln halt sehr schwitzen. Ja, den hier. Und ich habe mich, also den Cream Stick von MAN, kostet auch 5 Euro. Ist halt auch von Unilever. Eigentlich supporte ich das ja nicht so. Aber man kann es halt irgendwie nicht umgehen. Ich gucke mir nicht an. Ich glaube, das ist nämlich mit Aluminiumsalze. Aber hier ist nichts. Da doch, oder? Naja, auf jeden Fall nutze ich den eigentlich mal nachts, damit ich morgens einfach richtig fresh bin. Nicht so viel schwitze. Und wieso ich jetzt mit Creme immer auftrage abends ist, weil morgens, wenn ich zur Arbeit gehe und gerade im Sommer, ich schwitze alles wieder runter. I don't know why. Und für die Leute, die meine Aufgebraucht-Videos gucken, 8x4 Deo, finde das jetzt den Velvet Blossom finde ich jetzt nicht so geil, aber andere finde ich richtig gut. Mache ich dann halt noch drauf. Ja, und das war's dann eigentlich. Also ich habe jetzt nicht so eine krasse Routine. Normalerweise mache ich natürlich auch noch so Serien. Ich habe richtig viel hier, wie von Beauty Glam, so halt so Sachen oder auch von ja, anderen Marken halt, ich kann das mal zeigen, von Essence halt für Throwaway, so einfach für die Nagelcare, mache ich aber auch nur zwischendurch, weil ich das einfach, weiß ich nicht, finde ich nicht so, ja, muss man nicht täglich machen, ne? Muss ja auch nicht übertreiben, das mache ich halt sehr gerne und ich finde einfach meine Haut, for real, sieht einfach viel glatter aus und einfach auch viel, viel schöner irgendwie. Hat einen guten Glanz. Vor allen Dingen hier habe ich immer diese Stellen, sage ich mal, wo ich dann halt immer auch hier, wo ich trockene Haut habe. Und seitdem ich diese wirklich nutze, ohne Witz, Leute. Also seitdem ich wirklich den Toner nutze von No Cosmetics, ist das echt, echt zurückgegangen. Und weiß ich nicht. Ist halt ein mega cooles Produkt. Ich habe es gefunden. Ich bin ein Noob, was so, ja, ein Neuling-Noob, was halt Cosmetic-Sachen angeht, was normale Routinen. Man muss halt irgendwie seine Produkte suchen und finden.
Aber wirklich für alle Anfänger da draußen, fangt mit einem Toner an, guckt halt, wie eure Haut darauf reagiert, wie es halt sich verändert. Und yes! Finde ich eigentlich auch ganz cool, dass es einfach ein Familienunternehmen ist. Hier, also noch nicht halt so groß, ne, von No Cosmetics. Und bin halt sehr, sehr zufrieden damit. Genau. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich hoffe, euch hat meine kleine Abendroutine mitgenommen. Und ja, um nichts mehr zu verpassen, gerne den Kanal abonnieren, Like da lassen. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag um 18 Uhr. Macht's gut. Tschüss.